Jedes dritte Brot, das hierzulande verkauft wird, ist ein Mischbrot. Die beliebteste Brotsorte Deutschlands ist das Roggenmischbrot, wie das Mühlenkrusti eines ist. Es ist 1 Uhr nachts. Der Arbeitstag von Richard Kling, Inhaber einer eigenen Bäckerei-Konditorei in Frankfurt, hat gerade begonnen. Er trinkt die erste von 10 Tassen Kaffee in dieser Nacht. Danach befüllt er die Knetmaschine. In großen Klumpen wuchtet Kling den Teig auf die Arbeitsplatte. Mit einer Teigscharre trennt er Stücke ab und gibt sie auf die Waage. Aus den Klumpen werden die Brote 1 bis 6 Pfund schwer. Das Gewicht hat Kling im Gefühl, nur selten muss er sich korrigieren. Dann beginnt er zu kneten. Anschließend kommen die Teigportionen in Gärkörbe. Sie sind wichtig, ohne sie würden die Brote ganz flach. In der Industrie, sagt Bäcker Kling, werde der Teig deshalb auch härter gemacht. Aber Fertigmischungen oder gefrorene Teiglinge kommen für ihn nicht in Frage. Zu schaffen machen Kling die hohen Energiekosten, auch die Umlage für erneuerbare Energien. Und die Konkurrenz. Im Supermarkt oder beim Filialbäcker kann den ganzen Tag über aufgebacken werden. Zudem sieht jedes Brot immer gleich aus, wie geklont. Bei Bäcker Kling gibt es erst nachts wieder neues Brot, wenn das vom Tage ausverkauft ist. Die Arbeit, die in so einem Mühlenkrusti steckt, sehen viele Käufer nicht. Und auch nicht den Weg, den die Rohstoffe hinter sich haben. Der ist oft gar nicht so weit. Volker Philippi ist Geschäftsführer der Philippi-Mühle in Schöneck, unweit von Frankfurt. Die Bäcker und Bauern, mit denen er zu tun hat, leben in einem Radius von 50 Kilometern um ihn herum. Das Getreide kommt hier zuerst auf die Waage und verschwindet in einem langen Gitterrost, dem Sumpf. Druckluft und Siebe trennen Spreu und das Bruchkorn ab. Das Korn lagert Philippi ein. Für den Mahlvorgang mischt er sich zusammen, was er braucht. Sehr gutes Getreide kommt zu weniger gutem. So kann er das ganze Jahr über ein gleichbleibend gutes Mehl anbieten. 7 Etagen hoch ist die Mühle. Röhren durchziehen die Stockwerke, in jedem stehen laute Maschinen. Sie reinigen das Getreide, trocknen es. Walzen quetschen die Körner, Siebe filtern das Mehl von der Schale. Früher war immer freitags Großputz in der alten Mühle, den Holzboden fegen, wo der Staub in den Ritzen hing. Das ist in der neuen Mühle einfacher. Der Müller muss auch abends nicht mehr im Bett liegen und auf die Geräusche achten, ob alles richtig läuft. In die neue Technik hat er Vertrauen. Abfall gibt es kaum. Fast alles wird verwertet, zu Kleie, zu Grieß. Die Walzen mahlen, bis die erwünschte Mehltype erreicht ist. Je höher der Typ, desto dunkler und körniger das Mehl. Vollkornmehl steht am Ende dieser Skala. In ihm ist das ganze Korn enthalten. Dr. Matthias Mehl ist Landwirt und Saatguthersteller. Sein Hof liegt im Frankfurter Norden, Stadtteil Niedererlenbach. Von den Feldern hinter seinem Hof blickt man auf die Bankentürme, wo Menschen an Computern die Preise für seinen Weizen beeinflussen. In der Erntezeit arbeitet der Bauer von früh um 7 bis nachts 2, 3 Uhr. Seit 11 Uhr am Vormittag läuft die Erntemaschine. Da war der Tau abgetrocknet. Das Getreide ist Winterweizen Asano A, die meist angebaute Sorte Deutschlands, hervorragender Ertrag. In der Mitte des Feldes zieht der Mähdrescher seine Reihen. Wenn sein Speicher voll ist, fährt der Fahrer neben einen Anhänger und lässt das Korn hineinrauschen. 16 Tonnen passen hinein. Den Mähdrescher, ein John Deere, 250.000 Euro teuer, hat Mehl erst seit kurzem. Mit Monitor, Kameras und Satellitensignal. Der promovierte Agraringenieur Mehl kauft Basissaatgut, vermehrt es, lässt es zertifizieren und verkauft es weiter. Das macht er mit 3/4 seiner Ernte. Der Rest geht an die Mühle. Das beste Korn hebt Mehl in seinen Lagerhallen auf. Auf dem Feld ist heute um Mitternacht Feierabend. Die Hälfte der Ernte ist eingebracht. Der größte Teil davon wird bald irgendwo in einer Ackerfurche keimen. So geht es immer weiter.